Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Landskron, der privaten Braumanufaktur. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Dienstagsausgabe des RTV-Ticker. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute liefen die Schüler der beiden Görlitzer Gymnasien ihre Runden. Beim Anderslauf 2014 wurden pro erfolgreich absolvierte Laufrunde wieder fleißig Euros gesammelt, die Schulprojekten und sozialen Zwecken zugutekommen. Vierter Anderslauf der Görlitzer Gymnasien. Am 8. April 2014 fiel Punkt 12 Uhr auf dem Wilhelmsplatz wieder der Startschuss zum Anderslauf der Görlitzer Gymnasien. Bereits zum vierten Mal zogen die Schüler des Augustum-Annen-Gymnasiums und des Julio-Curie-Gymnasiums ihre Runden um den Platz, um auch 2014 mit dem erlaufenden Erlös zwei soziale Einrichtungen in Görlitz zu unterstützen. Der Aktionskreis Kinder von Tschernobyl e.V. Görlitz und der Jugendberufsstart e.V. Mehrgenerationenhaus Görlitz kommen in diesem Jahr in den Genuss der Aufmerksamkeit. Durch das sportliche Engagement der Schüler wird der Aufenthalt der Kinder aus Tschernobyl vom 17. Juni bis 10. Juli in der Neiße-Stadt unterstützt. Außerdem wird mit dem erlaufenden Spendengeld die Qualifizierung von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen beim Jugendberufsstart e.V. ermöglicht. Die Mitarbeiter sollen speziell geschult werden, um ihre Arbeit mit Demenzkranken erfolgreich fortsetzen zu können. Wir kommen nun zu den Kurznachrichten vom Tage. Görlitz und Bad Muskau. Das sächsische Staatsministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr hat am 4. April die Richtlinie zur Verwendung der im Doppelhaushalt 2013 und 2014 eingestellten Fördermittel zur langfristigen Sicherung der sächsischen Schmalspurbahnen, Museumsbahnen und Parkeisenbahnen zur Mitzeichnung an andere Ministerien weitergegeben. Damit ist der Betrieb unter anderem der Parkeisen Görlitz, gegründet als Pioniereisenbahn, der Muskauer Waldeisenbahn und des Zittauer Bornels langfristig gesichert. Görlitz. Die Ermittlungen zum Mord an einer Sparkassenangestellten aus Görlitz sind abgeschlossen. Gegen einen 57-jährigen Hausmeister wurde Anklage erhoben. Der Beinamputierte soll die Frau in ihrer Wohnung an der Konsulstraße heimtückisch, grausam und aus Mordlust umgebracht haben. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Laut den Ermittlungen benutzte der Mann viele Haushaltsgegenstände als Tatwerkzeuge. Sein Motiv liegt nach wie vor im Argen. Die Bluttat am Vorabend des Reformationstages im vergangenen Jahr sorgte weit über die Grenzen von Görlitz hinaus für Aufsehen. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Zunächst muss das Landgericht Görlitz die Anklage zulassen. Soweit die Kurznachrichten und wir kommen zu den Sportergebnissen vom Wochenende und damit zu unserer Rubrik Erkämpft. Und wir kommen in die Spreestadt und damit zu Bodissa Bautzen. Ja, es war ein schweres Stück Arbeit, was die Bodissa Bautzen da in Halle beim VfL 96 abgeliefert hat. Halle war das gefährliche und giftige Team, was im Vorfeld erwartet wurde. Es entwickelte sich im Verlaufe der ersten Halbzeit eben ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem es aber in der ersten Halbzeit eben noch keine Tore zu verzeichnen gab. In Halbzeit 2 starteten die Bodissen dann aber durch den Treffer von Vrabic endgültig durch und konnten trotz immenser Gegenwehr von Halle das Match für sich entscheiden. Bodissa führt die Tabelle jetzt mit 10 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten an und trifft am nächsten Spieltag auf den FC Oberlausitz Neugersdorf. Wir kommen zurück nach Görlitz. Nicht so erfolgreich war der NFV Gelb-Weiß Görlitz im Derby gegen den Tabellennachbarn aus Kamenz, denn da ging es heiß her. Zwei gegebene und zwei verwandelte Elfmeter sowie jeweils ein weiterer Treffer auf jeder Seite besiegelte das Unentschieden im gut besuchten Stadion Junge Welt in der Neiße-Stadt. Die gut gespielte Partie bringt aber beiden Teams nicht wirklich was. Der NFV zum Beispiel liegt dennoch weiterhin ohne Gefahr auf dem Aufstiegsrelegationsplatz 3.
Und wir bleiben in Görlitz und kommen noch zum Handball. In der Sachsenliga haben die Handballer des SV Coburg Görlitz im letzten Heimspiel einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen das Juniorenteam des EHV Aue setzten sich die Mannen um Trainer Matthias Schmidt knapp mit 31:30 durch und kletterten auf den 5. Tabellenplatz. Doch die Liga bleibt spannend bis zum letzten Spieltag. Alle Mannschaften zwischen dem Rang 4 und 10 müssen sich noch Sorgen um die Relegation machen. Und vom Sport kommen wir zum Wetter und da sehen die Aussichten leider gar nicht so rosig aus. Ob Sonne, Sturm oder Schnee, wie das Wetter wird, erfahren Sie bei uns. Das ERTV-Wetter. Das Wetter wird schlechter. In der kommenden Nacht müssen wir weiter mit immer wieder aufkommenden Schauern rechnen. Dazu bläst ein ordentliches Lüftchen aus dem Westen. Windstärke 7 bringt der böige Wind durchaus mit sich. Auch die Temperaturen knicken langsam ein. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei nur noch 5 Grad. Und auch morgen zeigt sich der April von seiner schmuddeligen Seite. Immer mehr Schauer und immer weniger Sonne stehen auf dem Programm. Der Westwind bläst uns weiter stürmisch um die Ohren. Wenn sich die Sonne mal kurz blicken lässt, geht es rauf bis auf 13 Grad. Sonst sind 10 das höchste der Gefühle. Und das war's mit den neuesten Nachrichten vom Tage. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Und wenn Sie morgen wieder richtig ticken wollen, dann schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie.